Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir feiern Gottesdienst am dritten Sonntag nach Trinitatis. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Dieser Vers steht über diesen Tag, über dieser Woche. Um das Suchen und um das Gefundenwerden geht es. Lasst uns beten mit Worten des 103. Psalmes. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein tun. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. So fern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Gott, wir bitten dich, hilf uns, dass wir uns von dir finden lassen. Hilf uns, dass wir deine Worte hören, deine Worte der Einladung, deine Worte der Versöhnung. Darum bitten wir dich im Namen unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir dich zu sehen, dir nah zu sein. Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, nach Liebe, wie nur du.
um Frieden, um Freiheit, um Hoffnung bitten wir. In Sorge, in Schmerz, sei da, sei uns nahe, Gott. Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir dich zu sehen, dir nah zu sein. Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, nach Liebe, wie nur du ihn gibst. Um Einsicht, Beherztheit, um Beistand bitten wir. In Ohnmacht, in Furcht, sei da, sei uns nahe, Gott. Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir dich zu sehen, dir nah zu sein. Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, nach Liebe, wie nur du sie gibst. Um Heilung, um Ganzsein, um Zukunft bitten wir. In Krankheit, im Tod, sei da, sei uns nahe, Gott. Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir dich zu sehen, dir nah zu sein. Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, nach Liebe, wie nur du sie gibst. Dass du, Gott, das Sehnen, den Durst stillst, bitten wir. Wir hoffen auf dich, sei da, sei uns nahe, Gott. Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir dich zu sehen, dir nah zu sein. Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, nach Liebe, wie nur du sie gibst. Das Evangelium für den dritten Sonntag nach Trinitatis steht im Lukas-Evangelium im 15. Kapitel. Es nahten sich Jesus alle Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen: Dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Er sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach: Ein Mensch hatte zwei Söhne. Der jüngere von ihnen sprach zu dem Vater: Gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er aber alles verbraucht hatte, kam eine Hungersnot über jenes Land, und er fing an zu darben und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen, und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach: Wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich einem deiner Tagelöhner gleich. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war und ihn sein Vater sah, und es jammerte ihn,
Und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: Bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet's. Lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld, und als er nahe zum Hause kam, hörte er singen und tanzen und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm: Dein Bruder ist gekommen, und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Amen. Wir glauben Gott im höchsten Thron, wir glauben Christum, Gottes Sohn, aus Gott geboren vor der Zeit, allmächtig, allgebenedeit, Halleluja. Wir glauben Gott den Heiligen Geist, den Tröster, der uns unterweist, der fährt, wohin er will und mag, und stark macht, was da niederlag. Halleluja! Den Vater, dessen Wink und Ruf das Licht aus Finsternissen schuf, den Sohn, der annimmt unsere Not, litt unser Kreuz, starb unsern Tod. Halleluja! Der niederfuhr und auferstand, erhöht zu Gottes rechter Hand und kommt am Tag vorherbestimmt, da alle Welt ihr Urteil nimmt. Halleluja! Den Geist der Heilig insgemein lässt Christen Christi Kirche sein, bis wir von Sünd und Fehl befreit ihn selber schauen in Ewigkeit. Halleluja! Der Friede Gottes sei mit uns allen.
Amen. Liebe Geschwister, zwei Seelen wohnen in meiner Brust. Zwei ganz verschiedene Wünsche bewegen mich. Das eine ist der Wunsch, dass Gott Gerechtigkeit schafft, dass er beurteilt und wertet und belohnt oder bestraft. Der Wunsch ist, dass ich gesehen werde mit dem, was mir gut gelingt, auf das ich stolz werde, und dass die bestraft werden, die Böses tun, die sich von Gott abwenden, die Menschen schaden. Und auf der anderen Seite der Wunsch und die Sehnsucht, dass Gott gnädig ist und barmherzig ist, dass bei ihm nicht zählt, was wir Menschen machen, sondern dass seine Liebe viel größer ist. Zwei ganz verschiedene Wünsche, der Wunsch nach einer Gerechtigkeit, die Gott schafft, und der Wunsch nach einer großen Barmherzigkeit, mit der er uns Menschen begegnet. In dem Gleichnis vom verlorenen Sohn, das Jesus erzählt, merken wir beides. Da haben wir den älteren Sohn, der sich nach Anerkennung sehnt, der gerne gelobt werden möchte für das, was er tut, dafür, dass er da ist, dafür, dass er sich an die Regeln und Gesetze hält. Und da ist der jüngere Sohn, der gar nicht damit rechnet, dass sein Vater ihm wirklich vergeben könnte, der hofft auf eine milde Strafe, auf ein Angenommenwerden trotz allem. Und der Vater, er bringt alles durcheinander mit seiner Versöhnung, damit, dass er den verlorenen Sohn als gefundenen Sohn in Liebe annimmt und zeigt, dass seine Liebe zu ihm nie aufgehört hat. Damit bringt er die Gerechtigkeit durcheinander. Die Versöhnung, die aus Liebe geschieht, sie durchkreuzt manche unserer Pläne, manche unserer Vorhaben. Zum Glück. Ich lese uns den Predigttext für den dritten Sonntag nach Trinitatis aus dem Buch des Propheten Micha. Wo ist so ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die geblieben sind, als Rest seines Erbteils, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er hat Gefallen an Gnade. Er wird sich unser wieder erbarmen und unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Du wirst Jakob die Treue halten und Abraham die Gnade erweisen, wie du unseren Vätern vor Zeiten geschworen hast. Wo ist so ein Gott wie du, der die Sünde vergibt? Diese Frage stellt Micha, der Prophet. Diese Frage nimmt seinen Namen auf. Micha, wer ist wie der Herr? Diese Frage, die er am Ende seines prophetischen Buches stellt, sie ist so prägend für ihn, dass sie ihm zum Namen geworden ist. Die Worte des Propheten Micha sind Klageworte, es sind Gerichtsworte und Heilsworte. Immer wieder wendet er sich an die Menschen, er droht ihnen mit der Strafe Gottes für ihr Verhalten, er verspricht ihnen Heil für ihr Verhalten. Und das ganze Buch über immer wieder die Anrede, du und ihr, die Drohworte, die lockenden Heilsworte. Dann ganz am Ende, in den letzten Versen seines Buches, ein völlig neuer Gedanke. Wo ist so ein Gott, wie du bist, der Sünde vergibt und erlässt die Schuld? Dieser Gedanke taucht in dem ganzen Prophetenbuch noch gar nicht auf. Es ist wie eine verwunderte neue Idee. Und dass es neu ist, merken wir, dass in diesen paar Versen, die unser Predigttext sind, auf einmal nicht mehr die anderen angesprochen werden, sondern der Prophet sich einreiht in die Menschen, zu denen er spricht. Er spricht von uns. Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten
und all unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Auf einmal ändert sich etwas für Micha, den Propheten, und für uns. Aus der Anklage und den Heilsverheißungen wird auf einmal durch die Versöhnung Gottes etwas ganz Neues. Er begreift, dass unsere Einteilung, die wir so gerne machen, die Einteilung in Gut und Böse, vor Gott so nicht zählt. Vor Gott zählt, dass er seinen Versprechungen uns Menschen gegenüber treu bleibt, dass er seinen eigenen Geboten gegenüber treu bleibt, dass er seinen Bund hält und dass Gottes Treue zu uns Menschen alles übersteht, das Böse und das vermeintlich Gute, das wir tun. Denn ob das Gute und das Böse, das wir bei anderen und bei uns selber beobachten, wirklich immer das Gute und das Böse ist, das sei dahingestellt. Wie oft tun wir Dinge, die nach außen hin gut aussehen, und tun sie aber voller Berechnung oder gar voller Hass? Und wie oft ist das, was wir an Schlechtem tun, eigentlich eher ein Akt der Verzweiflung oder des Nichtwissens und nicht des Nichtbegreifens? Gut und Böse in unserem menschlichen Handeln, es verschwimmt vor Gott. Und die, die sich immer als die Guten ansehen, können ganz schnell in die Falle tappen und andere auf andere herabsehen. So wie der ältere Sohn im Gleichnis vom verlorenen Sohn, der auf einmal auf seinen Bruder herabsieht. Er, der eben noch gesagt hat, ich halte alle Gebote, er begegnet seinem eigenen Bruder nicht mit der Liebe, die Gott uns geboten hat. Der Prophet Micha in seinem Erstaunen wechselt aus der Anrede gegen die Völker, gegen das eigene Volk, gegen die Mächtigen und gegen die, die sich schwach fühlen, auf einmal in ein Gebet, das sich an Gott wendet. Wo ist solch ein Gott, wie du bist? Und er nimmt, lässt sich mit hineinnehmen in diesen Bund. Er redet von unserer Schuld. Wenn wir über uns nachdenken, wie oft sind wir in der Gefahr, dass wir urteilen über andere und über uns selbst? Und dass unser Urteilen zwar manchmal vermeintlich objektiv ist, aber nicht mit dem Herzen dabei, nicht mit der Liebe dabei. Wie oft urteilen wir über andere Menschen und erheben uns damit über sie. Gott aber lädt uns ein. Er lädt uns ein, alle so wie wir sind, zu ihm zu kommen, auf ihn zu vertrauen, seinen Ruf zu folgen, seinen Ruf anzunehmen, denn er empfängt uns mit offenen Armen. Das Erstaunen darüber immer wieder, das Erstaunen, damit bringt Gott unsere Ordnung natürlich durcheinander. Unsere Ordnung, wo es darum geht, dass jemand verdient, was er sich erarbeitet, dass er belohnt wird oder bestraft wird. Und Gott handelt aus Liebe und durchkreuzt damit die Pläne dieser Welt. Er nimmt uns an, jede und jeden von uns. Und er nimmt auch die Menschen an, die uns das Leben schwer machen. Und seine Liebe, unser Erstaunen über seine Liebe, verändert uns und macht aus uns Menschen seines Wohlgefallens. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Du Gott stützt mich, du Gott stärkst mich, du Gott machst mir Mut. Du Gott stützt mich, du Gott stützt mich, du Gott stärkst mich, du Gott machst mir Mut. Du Gott stützt mich, du Gott stützt mich, du Gott stärkst mich, du Gott machst mir Mut. Du Gott stützt mich, du Gott stützt mich, du Gott
machst mich, du Gott, machst mir Mut. Lasst uns miteinander Fürbitte halten. Gott, du suchst, was verloren ist. Wir bitten dich für alle Menschen, die sich von dir abgewandt haben, für die Enttäuschten, für die, die sich alleingelassen fühlen, für die, die sich eher für ihre Welt interessieren als für dich. Wir bitten dich, rufe sie und lass sie dein Wort hören. Du suchst, was verloren ist. Guter Gott, wir bitten dich für alle Menschen, die ihre Heimat verloren haben. Wir bitten dich für die vielen Flüchtlinge auf dieser Welt. Wir bitten dich für alle, deren wirtschaftliche Existenz in Gefahr ist. Wir bitten dich für alle, die nach neuer Heimat suchen. Sei du ihnen nahe und ermutige sie. Du suchst, was verloren ist. Gott, wir bitten dich für deine Schöpfung. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, zu bewahren, was du geschaffen hast. Wir bitten dich für uns selbst, dass du unseren Glauben stärkst, immer wieder aufs Neue, dass du uns hilfst, dir zu vertrauen, dass du uns hilfst, deine Liebe weiterzugeben in diese Welt. All unsere Bitten nehmen wir hinein in das Gebet Jesu Christi. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht, geht als von Gott geliebte Menschen, geht als seine Kinder in diesen Tag und in die Zeit, die vor euch liegt. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Er schenke dir Frieden. Amen.